Willkommen. Wegen Signalarbeiten zwischen Bad Wiebel und Frankfurt West ist die Strecke zum Teil nur eingleisig befahrbar. Nähere Infos später. Dies ist ein Dreiwagenzug. Beachten Sie die Bahnsteiglänge. Und damit recht herzlich willkommen zurück zum Train Simulator 2018. Hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zenges, im Jahre 2018 tatsächlich. Und ja, wir sind unterwegs auf der S-Bahn Rhein-Main und fahren jetzt hier von Friedberg nach Frankfurt Hauptbahnhof auf der S8. Ja, die Strecke ist von Just Trains an dieser Stelle auch nochmal. Vielen Dank für die Bereitstellung. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lang um den heißen Brei rum, sondern gehen direkt in dieses Fahrzeug hinein, also der Baureihe 423, und rüsten das ganze Ding mal auf. Ja, wir können erstmal mit Steuerung Shift T die Türsteuerung aktivieren. Weil normalerweise ist es ja so, wir drücken T und die Türen gehen vollautomatisch auf und gehen auch wieder zu. Nee, jetzt müssen wir hier, ne, weil wie wir sehen, Türen sind zu. Jetzt müssen wir hier halt wirklich Türfreigabe rechts drücken und siehe da, zack, Türen sind auf. Sehr schön. Machen wir uns noch ein bisschen Instrumentenbeleuchtung an, dann machen wir hier KZB ein. Und sie fahren wir auch noch irgendwo. Sie fahren ein und sind glücklich. So. Dann können wir hier noch das Fahrgastlicht einschalten. Hier können wir wählen. Erstmal genau, Zugspitzensignal sollten wir auf jeden Fall anmachen. Und hier können wir wählen zwischen Fernlicht und dem normalen Signallicht. Oder wie es sich hier nennt, Abblendlicht oder Ausschluss abgeriegelt. Naja, weiß ich jetzt nicht. Signallicht. Nennen wir es Signallicht. So, jetzt sind wir eigentlich auch schon fast abfahrbereit. Das Signal ist allerdings jetzt auf grün. Das heißt, wir können die Türen schließen. Türen sind zu, das gelbe T leuchtet nicht mehr, also Abfahrt. Sehr schön ist dieses Klackern von den Leuchtmeldern. Ich weiß nicht, es sind dann wahrscheinlich die Relais, die da so vor sich hin klackern, aber irgendwie eine sehr lustige Sache, ein sehr lustiges Detail, und ich glaube, das ist in der Realität auch so, zumindest bei manchen Fahrzeugen. Eieieiei. Ich habe vergessen, dass ich dort den Controller angeschlossen habe. Und wenn man über Weichen fährt, dann rappelt der Controller. Und da der Controller, glaube ich, gerade irgendwie auf irgendwas drauf hockt, wo er andere Dinge noch mit in Schwingung bringt. Ah, der liegt da oben auf dem Rechner drauf. Okay, dann rappelt das ganze Gehäuse mit. So klingt das nämlich auch. Naja, auf jeden Fall rappelt es hier ein wenig. Sowohl im Spiel als auch hier bei mir in der Realität im Zimmer tatsächlich. Sehr lustig. It's not a bug, it's a feature. Ja. Ja, S-Bahn. Ich find's schön. Ich bin gerade schon mal ein bisschen rumgefahren hier. Und ja, es ist halt wirklich. Es kommt S-Bahn-Feeling auf, weil die Strecke ist halt auch schön mit kurzen Abständen zwischen den Stationen, und es gibt sogar einen unterirdischen Teil, den habe ich allerdings jetzt noch nicht gesehen. Also wenn wir den gleich sehen, oh, ich habe was Wichtiges vergessen, fällt mir gerade auf, egal, machen wir jetzt gleich. Wenn wir den sehen, dann sehe ich den auch zum ersten Mal, wobei, komm, das machen wir jetzt, und zwar ZZA, Zugzielanzeige, dack, 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 müssen wir ganz kurz durchschalten, mit der Taste 0 machen wir das, wenn das natürlich nicht die SIFA vergessen. Ah, das ist natürlich peinlich, dass ich das gerade vergessen habe. Es kam, Bad Wiebel, Frankfurt, S6, ja, das passt. Was, Geschwindigkeitsüberschreitung? Sehe ich nicht. Naja, egal. So, jetzt dürfen wir auf jeden Fall auf 140 km/h beschleunigen. Und das werden wir jetzt auch mal tun. Und dann heizen wir unseren schönen S-Bahn-Dreiteiler mal richtig ein. Ich finde, das ist auch sowas, das gehört einfach zum S-Bahn-Fahren dazu. Man muss einfach sein Ding durchziehen, weil man kann auch nicht auf jeden warten oder so. Man kann auch nicht fahrgastfreundlich fahren. Man muss sein Ding durchziehen. Man muss hier den Fahrplan einhalten, weil sonst bringt man ja alles durcheinander. Wenn so viele Fahrzeuge hier unterwegs sind auf so einer S-Bahn-Strecke, ne? Wenn er einen Zug Verspätung hat, dann zack, alle Verspätung. Das ist echt was Übles, ne? Wir sind ja so eng getaktet.
Aber natürlich dürfen wir uns jetzt auch nicht so oft verbremsen. Ich versuche jetzt einfach, das einigermaßen gut hinzubekommen. Aber es geht bergab. Jetzt müssen wir auch wirklich in die Eisen gehen. Weil sonst haben wir uns schon das erste Mal verbremst. Aber ich meine, wie gesagt, S-Bahn, ne? Also einmal fährt sich das Ding wie eine Straßenbahn. Was auch gut so ist, ne? Also, das war jetzt nur übertragen im Sinne gemeint. Und wir müssen halt wirklich relativ wenig Wert auf Fahrgastkomfort legen, weil ich meine, wer erwartet hier schon eine komfortable Fahrt, ne? Da hätte ich denen gleich sagen können, dass es sehr ruppig wird. Ah, jetzt wird es aber knapp. Jetzt ist es aber echt knapp. Ja, wobei. Ja, das wird ein Ruck, das wird ein Ruck. Ah. Und verbremst. Mist, schade, erste Station hat leider nicht geklappt. Das muss er nochmal üben, oder? Ah, nein, so doof auch noch, so doof. Ja, sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie nicht, die erste Tür im ersten Fahrzeug zu nutzen. Das ist peinlich, das ist echt peinlich. Das habe ich auch echt nicht so gewollt. Eigentlich reicht es, glaube ich, wenn ich 140 fahre und bei einem, also einen Kilometer vor dem Bahnsteig bremse. Das reicht auf jeden Fall. Allerdings muss ich dann irgendwie das auch wirklich tun und dann vor allem auch so konstant bremsen, also nicht zu stark und nicht zu leicht, zu sanft, dass ich halt wirklich das besser abschätzen kann. Aber das muss man halt sich erarbeiten. Also wer jetzt sagt, ey du Depp, du hast dich verbremst, ne, kann ich ja natürlich nur sagen, so ja, stimmt. Ne? Aber wer jetzt da groß auf mir rumhackt, dem kann ich einfach nur sagen, ich bin kein Berufslokführer und weiß nicht, hier fehlt auch das nötige Gefühl immer. Finde ich ein bisschen, ne? Also keine faulen Ausreden, aber ich meine, ich kann es einfach, glaube ich, nicht perfekt können. Aber natürlich, es hätte besser sein können und vor allem für die erste Bremsung, ist ja nicht meine erste Bremsung hier, ne? Aber auf jeden Fall für die erste Bremsung im Video hätte ich das Ganze etwas sanfter angehen sollen oder zumindest nicht so selbstbewusst. Das stimmt schon. Naja, okay. Also machen wir uns mal, ein Verbremser bei einer Haltestelle, das ist schon mal eine doofe Bilanz, aber vielleicht können wir die ja auch noch ein bisschen verbessern. So, jetzt gucken wir nämlich, jetzt haben wir noch 1,4, 1,3 Kilometer. Wir sind jetzt gleich auf unseren 140, dann würde ich sagen, jetzt leiten wir die Bremsung ein. Und zwar mit 65%. Na, gehen wir runter auf 75. Ich habe nur kurz die 120 bestätigt, auch wenn ich die nicht bestätigen muss. So, jetzt haben wir nämlich schon wieder zu früh gebremst. Oder eben zu stark, je nachdem. Also das heißt, demnächst gehen wir auf 60 runter. Naja, man muss es halt wissen und im Optimalfall, wenn man auf so ein Triebfahrzeug geschult wird natürlich, dann kommt da auch jemand, der Ahnung von dem Fahrzeug hat und der sagt dir dann ganz genau, es reicht, wenn du 800 Meter davor die und die Bremsstellung verwendest. Ne? Aber den Experten, den habe ich hier jetzt gerade leider nicht sitzen und außerdem glaube ich nicht, dass welche aus der Realität das direkt hier auf die Simulation übertragen können. Aber der halt war jetzt tatsächlich gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Ja. Also hier muss man halt auch wirklich bis an die Haartafel dran fahren, ne? Weil sonst steht das lange Ding da hinten über. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. So, jetzt sind wir aber... Ja, wir sind eigentlich ziemlich pünktlich hier, ne? Da ist jetzt eine Differenz von 30 Sekunden. Jetzt hier in Niederwöllstadt. Und ich finde, 30 Sekunden geht. Dann schließen wir jetzt schon mal die Türen oder leiten die Schließung ein. Und zu. Also, weiter geht's. Ich könnte übrigens mal hier die Displays auf Nachtstellung umstellen. Weil ich finde das einfach angenehmer.
Aber das ist auch das Einzige, was wir umstellen können hier. Hell-dunkel. Da rappelt der Controller wieder. So, jetzt gleich Okaven. Halt in 2,4 Kilometern. So. Wahnsinn. Und jetzt geht's gleich wieder an die Bremsung. Und da fällt mir was Nettes ein, weil ich saß letztens im ICE, im Bordbistro, und hab mir mal was gegönnt. Ich sitze tatsächlich gerne im Bordbistro, muss ich sagen. Allerdings dann eher so Kleinigkeiten. Manchmal ein Flammkuchen oder so, ne? Meistens bleibt es dann beim Flammkuchen. Aber dieses eine Mal hatte ich eben richtig gegessen. Also wirklich, das war, glaube ich, der Linseneintopf oder so, ne? Und der war sogar gar nicht mal so schlecht eigentlich. Also, ich war quasi positiv überrascht. Naja, auf jeden Fall, der Zug war dann auch relativ flott irgendwann unterwegs. Und dann kam auf einmal das Unerwartete. Und zwar eine Vollbremsung oder ich würde sagen Zwangsbremsung, weil der Zug halt wirklich sehr schnell auf Null runtergebremst hat und halt auch bis Null wirklich eine sehr harte Bremskraft oder sehr hohe Bremskraft hatte. Also das fühlte sich alles sehr nach einer Zwangs an. Naja, letztlich eine starke Bremsung ist ja erstmal, ne, schon mal doof, weil dann fängt alles so ein bisschen an zu rutschen. Aber das große Problem ist ja immer der Ruck, sobald der Zug dann letztlich zum Stillstand kommt, so wie hier jetzt. Das wird jetzt wahrscheinlich auch, na, der Ruck wird gehen eigentlich, aber zack, dieser kurze Ruck. Naja, und so war es dann da auch. Und ich habe erstmal mein Essen festgehalten, weil ich dachte so, ja, ich will eigentlich noch was von meinem Linseneintopf da essen, ne? Und der Kellner hat auch irgendwie, der stand dann so ganz breitbeinig im Gang und hat auf zwei Tischen verschiedene Mahlzeiten festgehalten. Also war eine wirkliche Meisterleistung von dem. Also wirklich, da hat er gut gemacht. Auch alle anderen hatten irgendwie so ihr Bierchen oder was auch immer dann festgehalten. Also war ein sehr lustiges Bild. Nur eine Person hat es irgendwie nicht so ganz geschafft. Und gerade als der Zug dann zum Stillstand kam, ja, macht es plötsch. Also war zum Glück nicht mehr viel drauf. Irgendwie, es war eigentlich eher nur noch so leeres Geschirr halt, ne? Leerer Teller und so. Aber trotzdem, es sah so lustig aus, weil das ist halt, das ist ja wirklich so aus der Bremsung, ne? Der Zug bewegt sich noch und auf einmal bleibt der stehen. Ruck. Und das Essen will aber noch weiter, ne? Und zack. Schön weitergerutscht. Naja. Dumm gelaufen. Also eine Bremsung im Zug ist schon was, kann schon was Heftiges sein. Zumal die ja nicht mit voller Bremskraft bremsen, weil die ja sonst entweder einfach die Reifen blockiert hätten oder eben irgendwas kaputt gehen würde. Ne? Also es ist wahnsinnig. Deswegen haben die irgendwie so ein bisschen gedämpfte Bremsen dann. Dann ist da nochmal eine Bremssteuerung dran, die das dann ganz genau berechnet ist. Das war ja das Problem beim neuen ICE, glaube ich. Bei welchem war denn das nochmal? Ich weiß jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, bei irgendeinem ICE war das Problem, dass der zu schwach gebremst hat. Irgendwas war doch da, ne? Naja, auf jeden Fall mussten die dann irgendwie an der Software ganz viel rumarbeiten und so. Also es ist schon alles ziemlich komplex, weil da gibt es auch viele Regeln und Richtlinien, an die man sich halten muss. Und da kann man, glaube ich, auch viel falsch machen, tatsächlich. So, wir sind echt gut in der Zeit, also von daher kann ich mir es auch erlauben, wenn ich ein bisschen entspannter hier am Ende zum Stillstand komme. Müssen wir allerdings mal gucken. Oh, der ist schon knapp, ne?
Ah, passt aber noch. Also wir hätten ruhig noch so 5 Meter nach vorne fahren können. Die Japaner sind da ja wahnsinnig. Also die halten ja wirklich exaktement, ganz genau da. Also das ist, weiß nicht, wenn man sich so ein paar Videos anguckt. Also Zugfahren in Japan ist wohl schon ein besonderes Highlight. Auch die Lokführer, die zeigen immer auf die Signale. Das ist deren Art von Sicherheitssystem. Die haben, glaube ich, auch noch andere gängige Sicherheitssysteme, aber beispielsweise jetzt würden die auf den Fahrplan zeigen, auf die Abfahrtszeit, dann auf die Uhr, dass die das verglichen haben, ne? Also dann auf den Fahrplan, Abfahrt, keine Ahnung, 14.18 Uhr, Uhrzeit 14.18 Uhr, Abfahrt. Und alles mit so Gesten und alles ganz, also so, dass so eine, ja, eben, das, es ist alles festgelegt einfach, das ist wahnsinnig. Das ist halt, hat halt was Militärisches. Aber es scheint zu funktionieren. Boah, meine nasale Stimme, ich weiß nicht, merkt ihr wahrscheinlich auch gerade die ganze Zeit, aber meine Stimme ist wahnsinnig nasal gerade. Also es tut mir ein bisschen leid, aber ich bin einfach krank noch. Oder schleppe seit dem neuen Jahr, ne, danke dafür, eine Erkältung in mir rum. Also, die habe ich wahrscheinlich nicht mehr, wenn ihr das Video seht, weil ich hoffe, dass ich innerhalb der nächsten paar Tage wieder gesund werde. Aber trotzdem, so eine Erkältung mit sich rumschleppen ist das Blödeste, was einem passieren kann. Man will es einfach nur loswerden. Und dann muss man hier noch arbeiten, ne? Zug fahren, Lokführer, ja toll, kennst du keinen Urlaub, ne? Nee, mach's freiwillig, mir macht's tatsächlich auch Spaß. Kommt irgendwie immer so ein bisschen ins Schlingern, habe ich das Gefühl. Oder die Gleise sind einfach nur ein bisschen marode hier auf dem Abschnitt. Ja, zeittechnisch sind wir auch noch gut dabei. Von daher mal hier ganz entspannt. Türen auf. Ja, das passt bestens. Aha, vielleicht werden wir wahrscheinlich umgeleitet, weil wir haben ja irgendwo eine Signalstörung und deswegen nur eingleisig, ne? Das könnte jetzt gleich quasi auch der Fall sein. So, schließen wir schon mal die Türen. Und dann geht's los. So, 60 bestätigt. Können wir ganz kurz auf ein bisschen mehr beschleunigen, auf 80 sagen wir mal. Weil viel schneller dürfen wir wegen der Bremskurve nicht fahren, weil sonst zerreißt es uns. Vorsignal Wiederholer bestätigt. So. Dann fahren wir jetzt rein nach Bad Vibel. Und da war das auch, glaube ich, mit der mit den Bauarbeiten.
Na, sind wir mal gespannt, wo wir da hinkommen. Kurzzug, Vollzug und wir müssen, glaube ich, da hinten halten. Bei der letzten Haartafel. Was macht denn der Kollege da links? Er ist ja gut drauf. So, naja, wie es auf jeden Fall dann weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss, euer Zingis.